So, diesmal jetzt die Aufnahme hoffentlich richtig, ohne Wiederholung des Tons durch die Aufnahmesoftware. Ich darf Sie herzlich begrüßen. Ich möchte gleich einsteigen in das Thema, bei dem wir das letzte Mal stehen geblieben sind. Ich darf Sie auch bitten, sich jetzt auf die Vorlesung zu fokussieren, das heißt ganz Auge und ganz Ohr und weniger Zunge zu sein. Das war ernst gemeint. Ich darf Sie bitten, jetzt ruhig zu sein, im Interesse derjenigen, die der Vorlesung wirklich konzentriert folgen wollen. So, hier waren wir beim letzten Mal stehen geblieben, bei diesem Algorithmus namens Merge Sort. Nur mal ganz kurz nochmal, wie der funktioniert. Das sind alles Folien, die wir beim letzten Mal gesehen haben. Wir zerlegen in irgendeiner Form die zu sortierende Sequenz in zwei Teilsequenzen von möglichst gleicher Größe. Bei gerader Anzahl von Elementen ist es exakt gleiche Größe. Ansonsten variieren die beiden Teilsequenzen um 1. Wir rufen rekursiv Merge Sort, wenn diese Sequenz noch größer ist, mehr als ein Element enthält. Einelementige Listen sind sortiert, da brauchen wir nichts zu tun, das ist der Rekursionsanker. Wenn die Liste noch größer als ein Element ist, so wie hier, dann rufen wir rekursiv Merge Sort auf. Und das hatte ich beim letzten Mal schon betont, das kann ich gar nicht oft genug betonen. Sie können, die Logik von Rekursion ist, Sie können blindlings darauf vertrauen, dass für diese kleinere Teilsequenz, der Algorithmus, den Sie gerade implementieren, das Richtige tut. Das ist das Grundprinzip von vollständiger Induktion. Induktionsanfang ist, bei einer einelementigen Liste ist nichts zu tun und der Algorithmus tut auch nichts. Hier nicht auf den Folien dargestellt. Wie soll ich darstellen, dass der Algorithmus nichts tut? Schritt von n-1 auf n oder wie immer Sie das nennen wollen. Für eine achtelementige Liste können Sie voraussetzen, dass alle Listen mit weniger 8 Elementen korrekt sortiert werden durch Merge Sort. Das ist die Induktionsvoraussetzung. Wir zeigen hier, dass dann mit diesem Algorithmus, den ich hier visualisiere, auch eine 8-elementige Liste korrekt sortiert wird. Das ist natürlich nur ein Beispiel hier, der Schritt von kleiner 8 auf 8. Im Allgemeinen ist der Schritt von kleiner n auf n. Ja, das, was ich hier im Beispiel zeige, überträgt sich natürlich sofort auf eine beliebige Anzahl von Elementen. So, wir können also blindlings davon ausgehen, wie gesagt, nachdem Merge Sort hier angewendet wurde, ist die Liste korrekt sortiert. Auch hier auf die zweite Teilliste wenden wir Merge Sort an und gehen genauso blindlings davon aus, dass die Liste korrekt sortiert ist. Ich hatte das Beispiel letztes Mal genannt, wenn Sie irgendeine Systemroutine aufrufen in Ihrem Java-Programm und sei es sowas wie System Out Print, um etwas auf dem Bildschirm auszudrucken. Also darzustellen, dann gehen Sie ebenfalls davon aus, blindlings, dass diese Methode funktioniert. Wenn es darum geht, dass dieselbe Methode, hier geht es darum, dass dieselbe Methode, die Sie gerade implementieren, sich selbst wieder rekursiv aufruft. Und da ist es dieselbe Logik. Sie können, nach vollständiger Induktionslogik können Sie davon ausgehen, dass dieser Aufruf, diese beiden Aufrufe, die ich eben angedeutet habe, korrekt sind. So, jetzt haben wir diese beiden Teilsequenzen sortiert und jetzt gehen wir durch diese beiden Teilsequenzen durch und machen daraus durch die Methode Merge eine gesamte sortierte Sequenz. Ja? Das ist hier für dieses Beispiel gezeigt, der Länge 8. Aber dieselbe Logik funktioniert natürlich bei diesen Teilsequenzen der Länge 4. Und wenn Sie in Gedanken das weitergehen, haben Sie dann nochmal Teilsequenzen der Länge 2. Dieselbe Logik funktioniert hier auch immer. Genau dasselbe machen Sie,
sodass also, wenn Sie das verallgemeinert sehen, Sie haben jetzt nicht dieses Beispiel mit 8 Elementen, sondern ein beliebiges Beispiel mit n, offengehaltene Zahl n Elementen, dass Sie also tatsächlich dann voraussetzen können mit 4, also es funktioniert mit jeder Zahl n, also hat es auch mit der Zahl 4 funktioniert, mit den Teilsequenzen der Länge 4. Und wenn wir das blindlings voraussetzen können, sehen wir auch an diesem Beispiel exemplarisch, dass es dann auch für Sequenzen der Länge 8 funktioniert, für beliebiges n. Wir gehen hier über das, was Sie mit Vollständigtion gelernt haben in der Mathematik, hinaus. Und zwar nicht vom Konzept her, Sie lernen da eigentlich nichts Neues, sondern das Ziel muss sein, vollständige Induktion in der ganzen Tiefe dieses grundlegenden Konzeptes zu verstehen. Sie haben in der Mathematik vollständige Induktion gesehen, zumindest mit sowas wie Summenformeln oder ähnlichem, nehme ich an, oder? Ja. Machen Sie sich klar, dass das ein, ich will fast sagen, primitiver Spezialfall ist von vollständiger Induktion. Ein Spezialfall, der nicht wirklich in voller Tiefe zeigt, was vollständige Induktion ist. Wir brauchen hier aber ein tieferes Verständnis von vollständiger Induktion, als es diese Summenformeln vermitteln könnten. So, wie gehen wir hier durch? Mit zwei Indizes, mit zwei Laufindizes, und wir gehen immer, der kleinere von den beiden gewinnt, wird immer hier runtergeschrieben und der entsprechende Laufindex wird um 1 weitergezogen. Ja, haben wir beim letzten Mal intensiv betrachtet, brauchen wir jetzt noch nicht nochmal genauer zu erklären. Und wir haben jetzt die Situation, dass eine Teilsequenz ganz durchlaufen wurde, die andere Teilsequenz noch nicht ganz, und alles, was noch nicht durchlaufen wurde, ist offensichtlich größer als alles, was durchlaufen wurde, kann einfach hinten rangehängt werden und damit ist der Algorithmus fertig. In diesem einen Beispiel haben Sie alles gesehen, was den Algorithmus ausmacht. Denken Sie an n statt an die Zahl 8. Denken Sie an einen beliebigen Datentyp, ein beliebiges Beispiel anstelle dieses konkreten Beispiels. Denken Sie an einen beliebigen Datentyp und ein beliebiges Vergleichsoperation darauf anstelle von Datentyp int. Und dann haben Sie Merge Sort als generischen Algorithmus. So, ich möchte hier, warten Sie, das habe ich schon aufgemacht, ich möchte hier ganz kurz etwas zur Analyse sagen, und zwar genauer gesagt jetzt zur Laufzeitanalyse. Wir werden diese Thematik noch viel allgemeiner betrachten. Hier erst einmal in puncto Merge Sort ein erster Vorgeschmack davon, was wir dann sehr viel systematischer betrachten werden. Ich hatte ja beim letzten Mal gesagt, Merge Sort ist besser als die beiden anderen Algorithmen, die wir betrachtet haben, Selection Sort und Bubble Sort. Die Frage ist, was heißt das, dass es besser ist? In welchem Sinne ist es besser? Und ist es wirklich besser, wie der Weihe behauptet, oder behauptet der da nur irgend sowas? Gut. Schauen Sie mal hier hin. Was Sie hier sehen, ist nochmal ein ganz einfaches Beispiel mit 16 Elementen. Ich habe es mir diesmal sehr einfach gemacht. Ist das groß genug oder sollte ich nochmal die Schriftgröße vergrößern? Okay, ich sehe nur nach oben gehende Daumen. Das heißt, die Schriftgröße ist wohl auch für Sie da hinten okay. Ich habe es mir diesmal einfach gemacht und habe eine verkehrt rum sortierte Liste hergenommen. Also der Gipfel der Fantasielosigkeit. So, was passiert bei Merge Sort? Sie zerlegen das in diesem rekursiven Aufruf in zwei Teillisten, auf die Sie jeweils Merge Sort anwenden. Und wenn Sie sich diese Teilliste anschauen, die wird ja durch einen rekursiven Aufruf von Merge Sort behandelt. Die zerlegt das wieder in zwei Teillisten, der Größe 4 diesmal. Und genauso wird in dem anderen rekursiven Aufruf mit dieser Teilliste wird weiterhin Merge Sort rekursiv aufgerufen mit dieser und mit dieser Teilliste. Und diese Teillisten werden jeweils nochmal in Teillisten der Länge 2
aufgeteilt. Ich habe als Anfangslänge eine Zweierpotenz genommen. Deshalb ist es natürlich kein Wunder, dass es immer so schön aufgeht, wenn ich es in zwei Teile zerlege. Das Ganze funktioniert natürlich auch, wenn es nicht eine Zweierpotenz ist. Wie gesagt, dann werden Längen teilweise, dann wird eine Sequenz eben, wenn die Länge ungerade ist, wird die Sequenz eben in zwei Teilsequenzen zerlegt, deren Längen sich um genau eins unterscheiden. Und so weiter und so fort, bis ganz unten hin, das habe ich jetzt nur noch hier angedeutet, da sind die einelementigen Listen und wenn der Merge-Sort-Algorithmus schaut erst, ob die Liste, die er sortieren soll, einelementig ist, wenn ja, macht er nichts, hört sofort auf und wenn nein, dann macht er das, was wir gesehen haben, zerlegen, rekursiv sortieren, Merge. So, wenn Sie sich jetzt mal die Stufen einzeln ansehen, hier diese Stufe und diese Stufe und diese Stufe und diese Stufe und diese Stufe, das können Sie natürlich in Gedanken noch weiter treiben, dass Sie anfangen mit einer Liste der Länge 1 Milliarde. Das können wir natürlich hier in so einem Beispiel nicht durchexerzieren, ist auch nicht notwendig. So. Auf jeder Stufe in dem einen rekursiven Aufruf werden diese Elemente angefasst, in dem anderen rekursiven Aufruf werden diese Elemente angefasst. Und zwar gar nicht so häufig. Angefasst einmal beim Zerlegen und dann einmal angefasst wieder beim, mehr oder weniger beim Merge. Und genauso hier, auf jeder einzelnen Stufe ist das so, jedes einzelne Element wird nur eine wird nur so ein paar Mal angefasst. Im Grunde eine konstante Anzahl von Malen. So, das heißt also, auf jeder einzelnen Stufe, wenn Sie jetzt jede Stufe für sich betrachten, ist die Gesamtlaufzeit, die dieser Algorithmus hat, proportional zur ursprünglichen Gesamtlänge, zur Länge der Eingabeliste. Auf jeder einzelnen Stufe ist der Gesamtaufwand, den alle Operationen auf dieser Stufe haben, zerlegen in zwei Teillisten und Merge, proportional zur Gesamtlänge der ursprünglichen Liste, die wir sortieren wollen. So, wie viele Stufen haben wir denn da? Bei 16 Elementen haben wir jetzt, Sie sehen, Länge 16, Länge 8, Länge 4, Länge 2, Länge 1. Wir haben hier 5 Stufen bei 16 Elementen. Bei 32 Elementen hätten wir gerade mal eine Stufe mehr. Bei 64 Elementen hätten wir gerade noch mal eine Stufe mehr. Bei 128 Elementen hätten wir gerade mal noch eine Stufe mehr. Sie sehen, worauf das hinausläuft. Eine Stufe mehr bedeutet doppelt so viele Elemente, die man sortiert. Oder es andersrum. Die Anzahl der Stufen ist mehr oder weniger plus minus 1, plus 1 um genau zu sein, die Länge, der Zweierlogarithmus der Anzahl der Elemente. Wenn es nur ein Element ist, haben wir nur eine Stufe, 2 hoch 0. Ich glaube, ich habe es jetzt falsch gesagt, mit plus minus 1 werde ich mich gleich korrigieren. Wenn es 2 Element ist, haben wir 2 Stufen. 2 hoch 1. Wenn es 4 Elemente sind, also 2 hoch 2 Elemente, wenn es 2 hoch 2 Elemente ist, haben sie 3 Stufen. 1 mehr als die Potenz. 2 hoch 2 Elemente bedeutet 3 Stufen. 2 hoch 1 Elemente bedeutet 2 Stufen, 2 hoch 0 Elemente bedeutet 1 Stufe, 2 hoch 3 Elemente 4 Stufen, 2 hoch
4 Elemente, 5 Stufen. Das heißt also 2er Logarithmus plus 1. Habe ich doch richtig gesagt. Die Anzahl der Stufen ist 2er Logarithmus von der Gesamtlänge plus 1. Und jetzt machen wir uns mal klar, was das bedeutet. 10 hoch 3, 1000, ist ungefähr, 1024 ist 2 hoch 10. Das heißt also, mit ein bisschen hoch runter runden, um vernachlässigbare Werte, können wir sagen, 10 hoch 3 ist 2 hoch 10. Oder andersrum gesagt, der 2er Logarithmus von 1000 ist 10. Was bedeutet das konkret für uns hier bei Merge Sort? Das bedeutet, 2er Logarithmus ist 10, 10 plus 1. Bei 1000, 1024 zu sortierenden Elementen haben wir 11 Stufen. Die Rekursion geht 11 Stufen insgesamt runter, inklusive der obersten und der untersten. So, jetzt, was bedeutet das bei einer Million? Da möchte ich appellieren an Ihre Kenntnisse, an Ihre Erinnerung oder an Ihre Fähigkeit, sich eine Formelsammlung nochmal anzuschauen. Exponentialgesetze oder wie man die immer, also die Gesetze der Exponentialfunktionen oder der Logarithmengesetze. Wenn 10 hoch 3 ungefähr 2 hoch 10 ist, dann ist 10 hoch 6 eine Million ungefähr 2 hoch 20. Der 2er Logarithmus von einer Million ist also ungefähr 20. Und genauso eins weiter, eine Milliarde ist der 2er Logarithmus dann entsprechend 30 und so weiter und so fort. Für eine Billion dann 40 und so weiter. Das heißt also, die Anzahl der Stufen in der Rekursion wäre bei einer Milliarde Elemente gerade mal 31. So, recht wenig, also angenehm wenig. So, wir hatten jetzt zwei Dinge gesagt. Erstens, die Rekursionstiefe, die Anzahl der Stufen, wächst mit dem 2er Logarithmus der Anzahl Elemente plus 1. Und auf jeder einzelnen Stufe ist der Aufwand mit einem kleinen Proportionalitätsfaktor proportional zur Länge der Sequenz, die wir sortieren wollen. Damit ergibt sich als Gesamtaufwand, dass wir ungefähr sowas bekommen wie n mal 2er Logarithmus von n, multipliziert mit dem Aufwand, den wir tatsächlich, die Anzahl der Taktzyklen im Computer, die wir tatsächlich für jedes einzelne Element aufwenden. Aber es kommt auf die Proportionalität an, denn jetzt kommen wir wieder zurück zu dem, womit wir zu der Frage, mit der wir gestartet sind. Wir haben beim letzten Mal, glaube ich, war das schon festgestellt, die Laufzeit der einfachen Algorithmen Selection Sort und Bubble Sort ist proportional zur Länge der Liste zum Quadrat. Jetzt stellen Sie sich eine Liste der Länge 1 Milliarde vor. Beim einen haben wir 1 Milliarde mal 1 Milliarde als Aufwand, multipliziert mit den entsprechenden Anzahl Taktzyklen pro Durchlauf durch die innerste Schleife. Und hier hätten wir dann so etwas wie 1 Million mal 31. Auch wenn wir hier pro einzelnen Element sicherlich mehr Taktzyklen haben als hier für jedes einzelne Element in der allerinnersten Schleife, ist das natürlich trotzdem ein dramatischer Unterschied, den man genauso gut auch in der Praxis sieht, wenn Sie Selection Sort oder Bubble Sort implementieren und auf der anderen Seite Merge Sort implementieren und da jetzt Listen der Länge 1 Milliarde reinfüttern, dann werden Sie
einen extrem krassen Laufzeitunterschied sehen. Selection Sort und Bubble Sort brauchen ewig und Merge Sort ist nach einer gewissen Zeit fertig. Nach einer viel, viel kürzeren Zeit. Und der Grund ist genau das, was Sie hier in den untersten zwei Zeilen sehen, dieser Unterschied im Vergleich. Es kommt überhaupt kein anderer Grund in Frage, der vielleicht sein könnte. Es kann nur dieser Grund sein und der ist es auch. Denn wenn Sie jetzt anfangen zu spielen mit der Listenlänge, 1 Million, 10 Millionen, 100 Millionen, Milliarde und so, dann sehen Sie genau dieses Verhalten, was diese Funktionen haben. Wenn Sie die auf einer Zeichnung abtragen, wie diese beiden Funktionen verlaufen, genauso bin ich mir sicher, wenn Sie das vernünftig implementiert haben, genauso werden die Laufzeiten dieser Algorithmen in Abhängigkeit von der Größe der einzugebenden Liste sich verhalten. Die Schere wird auseinanderklaffen. N Quadrat wird dramatisch viel stärker steigen als N mal Zweierlogarithmus von N. Und selbst wenn es erst einmal so ist, dass bei kleinen Werten, dass die Laufzeit von dem Merge-Sort schlechter ist, weil da ja mehr passiert in jedem einzelnen Schritt. Irgendwann wird Bubble-Sort oder Selection-Sort, selbst wenn bei kleinen Listen Bubble-Sort, Selection-Sort mit kleineren Laufzeiten beginnt, irgendwann wird diese n-Quadrat-Funktion, diese n mal log n-Funktion kreuzen und dann wird die Schere auseinandergehen, so wie ich das gesagt habe. Und zwar aller Erfahrung nach schon bei relativ kleinen Werten von n. Ich kann natürlich hier keine Zahl geben, ab welcher Listenlänge. Das hängt natürlich von den konkreten Details Ihrer Implementation, von der Hardware ab, vom Betriebssystem, von der Programmiersprache, vom Optimierer, von der Mondphase, was auch immer. Von allem Möglichen hängt das ab, ab welcher Listenlänge jetzt genau der Merge Sort besser wird als die einfachen Algorithmen. So, war wie gesagt ein Vorgeschmack, erst einmal um zu begründen, warum wir uns mit sowas wie Merge Sort überhaupt beschäftigen, aber auch ein Vorgeschmack darauf, womit wir uns dann nochmal mathematisch dann in nicht allzu ferner Zukunft hier in der Vorlesung und auch im Übungsbetrieb und ich muss leider hinzufügen, auch in der Klausur beschäftigen werden. Gibt es an dieser Stelle konkrete Fragen? Ich sehe hier keine Fragen. Dann können wir das Thema Merge Sort für heute abschließen. Und ich möchte nochmal auf diesen Foliensatz zu sprechen kommen, den wir schon gesehen haben. Auch das ein Konzept. Also wir werden hier in der AUD vor allem, im Grunde geht es auf der einen Seite um bestimmte algorithmische Probleme und gute Algorithmen für diese algorithmischen Probleme, das haben Sie ja gesehen. Auch Datenstrukturen, sowie die Linked List, Array List und so weiter. Aber auf der anderen Seite geht es vor allem auch um allgemeine Konzepte der Algorithmik, um die Frage, was ist ein korrekter Algorithmus? Und dahinter steht natürlich die Frage, was ist korrekte Software? Und auf der anderen Seite die Frage der Laufzeit. Wie können wir die Laufzeit von Algorithmen überhaupt fassen, wie können wir sie modellieren, wie können wir damit rechnen, wie können wir Voraussagen treffen, ohne das mit dem Computer ausprobieren zu können. Wie können wir uns sicher sein, zum Beispiel eben mit Merge Sort, wie können wir uns sicher sein, dass es besser ist, Merge Sort zu implementieren und zu verwenden als Bubble Sort oder Selection Sort. Das ist das andere. Hier sind wir nochmal bei der Korrektheit. Ich werde immer wieder darauf zu sprechen kommen und der Übungsbetrieb wird darauf zu sprechen kommen und Sie werden das auch nochmal in den Übungsaufgaben zu recherchieren haben, in den Quellen, die wir Ihnen angeben. Nochmal,
invariante Abbruchbedingung Variante. Das haben wir schon gesehen am Beispiel Simple String Matching. Das zweite Beispiel ist Merge Sort. Deshalb macht es Sinn, diese Folie aufzusparen, jetzt unmittelbar im Anschluss an die Betrachtung von Merge Sort. Was ist erstmal der Unterschied? Warum gibt es hier zwei verschiedene Beispiele? Einmal Simple String Matching und einmal Merge Sort. Die Antwort ist ganz einfach. Simple String Matching haben wir hier implementiert als eine Schleife. Und diese Folie ist ein Beispiel dafür, was bedeutet das Ganze im Zusammenhang mit Schleifen. Jetzt haben wir einen rekursiven Algorithmus gesehen. Sie wissen vielleicht, dass man jeden iterativen Algorithmus, also jede Schleife, in eine Rekursion umformulieren kann und jeder rekursiven Algorithmus, jede Rekursion in eine Schleife. Ja, das ist so. Insofern könnte man das Ganze auch, bräuchte man diese Fallunterscheidung eigentlich gar nicht. Aber es ist nun mal so, dass manche Algorithmen wie Simple String Matching oder die anderen Algorithmen, die wir vor Merge Sort gesehen haben, dass die sich natürlicherweise als Schleifen darstellen lassen, als Schleifen formulieren lassen. Während Merge Sort, da werden Sie mir sicherlich, nachdem wir Sie gesehen haben, zustimmen, Merge Sort sich sinnvollerweise als eine Rekursion formulieren lässt. Ja? Zerlegen, rekursiv aufrufen auf den Teilsequenzen, Merge. Also man kann natürlich auch Merge Sort versuchen, als in Form von Schleifen zu implementieren. Ja, aber natürlicher erscheint doch die und einfacher auch die Implementation als Rekursion. So, was ist der Rekursionsanker? Das ist sozusagen das Gegenstück zur Abbruchbedingung bei einer Schleife. Also Sie sehen, dass das 1:1 ist. Hier Iteration, Schleife, hier Rekursion. Der Rekursionsanker, da wo die Rekursion abbricht, ist bei einelementigen Sequenzen. Wenn ein Aufruf von Merge Sort eine einelementige Sequenz bekommt, ist nichts zu tun und der Algorithmus tut auch nichts. So, am Ende eines die Invariante ist, und das ist die Induktionsbehauptung. Am Ende eines rekursiven Aufrufs ist das Argument sortiert. Ja, das ist das, was ich betont hatte. Wir haben ein 8-elementiges Beispiel, wir haben das in zwei 4-elementige Teile zerlegt und gehen blindlings davon aus, dass diese beiden Teile von Merge Sort korrekt sortiert werden und nehmen das als Voraussetzung und mit Methode Merge fügen wir die beiden zu einer gesamtsortierten Sequenz zusammen. Induktionsanfang ist einelementige Liste, ist sortiert, nichts zu tun, gut. Ist die Invariante erfüllt? Wenn wir setzen voraus für Listen der Länge kleiner n im Induktionsschritt, für Listen der Länge kleiner n ist Merge Sort korrekt und zeigen dann aufteilen, rekursiv aufrufen, mit Merge zusammenfügen, überzeugen uns davon. Das ist dann korrekt. Wenn für die halben Listen Merge Sort korrekt läuft, dann läuft Merge Sort korrekt auch für die gesamte Liste. Wenn es für Länge 4 korrekt läuft, läuft es für die Länge 8 auch korrekt. Und die Variante ist etwas, was Sie direkt ablösen können vom Algorithmus. Wir halbieren ja wir zerlegen ja die Sequenz immer in zwei ungefähr halb so große Teilsequenzen. Das, was sich von Stufe zu Stufe ändert, ist, das Entscheidende, was sich von Stufe zu Stufe ändert, ist, dass von Stufe zu Stufe die Teilsequenzen immer ungefähr um den Faktor 2 kleiner werden. Und das haben wir schon gesehen. Auf ungefähr logarithmischer Höhe endet die Rekursion. Auf Logarithmus, zweier Logarithmus der Gesamtlänge von n plus 1. Und
diese Notation kennen wir noch nicht, die werden wir aber bald einführen. Es bedeutet, das, was ich eben in der Analyse geschrieben hatte, im Prinzip bedeutet es, dass die Laufzeit ist proportional zur Gesamtlänge der Liste multipliziert mit dem Logarithmus der Gesamtlänge der Liste. Wir werden auch sehen, warum ich hier tatsächlich die Basis des Logarithmus auslassen kann. Und das läuft im Wesentlichen darauf hinaus, eins der Logarithmengesetze, die Sie in der Schule kennengelernt haben, daraus lässt sich schlussfolgern, dass sämtliche Logarithmenfunktionen sich jeweils nur um einen konstanten Faktor voneinander unterscheiden. Wenn wir nochmal genauer betrachten. Es ist also nicht das Schlechteste, was Sie bis zum nächsten Termin hier AOD machen könnten, sich nochmal aus der Schulzeit oder aus der Mathematikvorlesungen sich nochmal den Logarithmus anzuschauen. Der Logarithmus wird unser stetiger Begleiter sein hier und er wird Ihnen auch immer wieder begegnen, auch im Studium später. Für manche von Ihnen ist der Logarithmus seit Schulzeiten ein Feind, aber ich hoffe, ich konnte Sie eigentlich davon überzeugen, dass eigentlich der Logarithmus Ihr Freund ist. Denn diese dramatische Reduktion von n mal n auf n mal Logarithmus von n, die ich jetzt eben analysiert hatte vorher, das kann man doch nur nicht als Feind ansehen, oder? Gut. Ich möchte dann an dieser Stelle auf die entsprechende einschlägige Wiki-Seite zu sprechen kommen, die Sie sich dann auch, das ist die Länge, die Breite ist noch nicht angepasst an die Auflösung des Bildschirms. Ich muss das noch ein bisschen anpassen. So, gut. Auch eine klausurrelevante, selbstverständlich, Wiki-Seite in der Liste der klausurrelevanten Themen drin. Hier sind nochmal die Grundlagen zusammengefasst. Ich will die mal ganz kurz einmal durchgehen hier. Hier ist zunächst einmal spezifiziert, was überhaupt ein algorithmisches Problem ist. Ja, wir haben schon mehrere algorithmische Probleme kennengelernt. String-Matching, Sortieren. Wir werden noch eine ganze Reihe weiterer algorithmischer Probleme kennenlernen. Wir haben noch vorher schon algorithmische Probleme kennengelernt, nämlich in eine Liste ein neues Element einfügen, aus einer Liste ein Element löschen. Das sind auch alles algorithmische Probleme. Wir geben eine Liste und ein Element da drin, wir wollen dieses Element aus der Liste löschen. So, was haben diese ganzen Sachen, die wir da betrachtet haben, gemeinsam? Zunächst einmal, es gibt so etwas wie Inputs. Nehmen Sie das einfach erst einmal hin. Man kann die Inputs nennen. Im Englischen findet man oft das Wort Instance dafür, anstelle von Input. Zulässige Inputs, also feasible, wenn Sie das im Wörterbuch nachschauen, werden Sie eher sowas wie durchführbar finden. Aber eigentlich verwendet man, wenn man es ins Deutsche übersetzt, eher das Wort zulässig hier an dieser Stelle. Zulässige Inputs, das, was erlaubt ist als Input. Was war das beim String-Matching? Das waren der große String, den ich immer mit groß S bezeichnet habe und der kleine String, den ich immer mit groß T bezeichnet habe. Was ist beim Sortieren? Eine Sequenz von irgendeinem Datentyp plus irgendeine Vergleichsoperation, beispielsweise in Java realisiert durch einen Comparator. So. Wir haben potenziell verschiedene also ein oder mehrere Outputs. Beim String-Matching haben wir genau einen Output, den wir berechnen wollen, nämlich die Liste der Vorkommen des kleinen Strings im großen Strings. Beim Sortieren, wenn Sie sich daran erinnern, dass wir ja auch Duplikate zulassen, haben wir schon mehrere mögliche Outputs, nämlich je nachdem, wenn Sie mehrfach denselben Wert haben, je nachdem in welcher Reihenfolge diese Vorkommen dieses Wertes auftreten. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Sie
mehr als einen Output für jeden Input haben. Denken Sie an was anderes, ein Thema, was wir hier noch betrachten werden, die Situation im Navi. Ja, Sie geben Start und Ziel an. Okay, Start wird meistens von den GPS-Daten hergenommen oder Sie geben es selber an, Sie geben Ziel an und dann wird eine Route berechnet. Ja, jede mögliche Route von Start nach Ziel ist ein möglicher Output, eine mögliche zulässige Lösung oder auch kurz gesprochen eine Lösung. Ja, also im Allgemeinen haben wir bei einem algorithmischen Problem für einen möglichen Input nicht nur einen möglichen Output, sondern viele. Denken Sie an ein anderes algorithmisches Problem. Stundenplanerstellung an der TU Darmstadt. Sie wissen, dass das kein ganz einfaches Problem ist. Was ist der Input? Das sind die Informationen darüber, welche Vorlesungen und sonstige Lehrveranstaltungen es gibt. Das ist die Information darüber, welche Hörsäle es gibt. Die Information darüber, welche Sitzanzahl es in jeder einzelnen Lehrveranstaltung gibt. Die Information, wie viele Teilnehmer geschätzt in einer Lehrveranstaltung sitzen, also in welche Hörsäle eine Lehrveranstaltung voraussichtlich passen würde, wo sie hin platziert werden könnte. Dann ist die Information, welche Zeitslots es gibt. Sie wissen, dass 8 bis 9.40 Uhr, 9.50 Uhr bis 11.20 Uhr oder so oder 11.30 Uhr oder so, diese ganzen Zeitslots. Ja, diese ganzen viele Informationen sind der Input. Output ist für jede einzelne Lehrveranstaltung, für jeden einzelnen Termin wie den heutigen, für jeden einzelnen wöchentlichen, zweiwöchentlichen oder sonstigen Termin eine Zeit und ein Ort. Bei einer wöchentlichen Veranstaltung eine wöchentliche Zeit und ein Ort, nämlich in diesem Fall dienstags 15 Uhr so und so viel bis 16 Uhr so und so viel im Audimax. Das ist der Output. Und natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Lehrveranstaltung auf Zeiten und Räume zu verteilen. Deshalb gibt es da verschiedene Outputs. So, diese Stundenplanerstellung ist ein Beispiel dafür. Das Problem an sich ist schon so kompliziert, dass man froh sein kann, überhaupt eine Lösung zu bekommen. Dass man gar nicht mehr darüber nachdenken kann, es gibt bessere und schlechtere Lösungen, wir wollen aber eine bessere Lösung haben. Das ist aber beispielsweise beim Navi wieder völlig anders. Jede einzelne Verbindung vom Start zum Ziel, jede einzelne Fahrstrecke ist ein möglicher Output. Aber selbstverständlich wollen wir nicht einfach irgendeinen Output haben. Selbstverständlich wollen wir nicht von Darmstadt nach Frankfurt irgendwie über Wladiwostok fahren oder sowas, nicht? Um es mal ins Extrem zu bringen. Sie wissen, wo Wladiwostok liegt? Nicht? Wladiwostok mit zweimal W. Schauen Sie in Wikipedia nach, wo das liegt, dann verstehen Sie, worauf ich hinaus wollte. Also es liegt an der Pazifikküste von Russland. Ich hoffe, das sagt Ihnen etwas. Also das gibt Ihnen eine Vorstellung, wo das ungefähr auf der Weltkarte liegt. Also Sie wollen nicht, dass das Navi eine Verbindung von Darmstadt Kantplatz bis Frankfurt, mein Hauptbahnhof, liefert und diese Verbindung geht über Kapstadt und dann über Singapur, Wladiwostok und so weiter und bis nach Frankfurt, sondern Sie wollen einen kürzesten Weg haben. Das ist ein Optimierungsproblem und bei Optimierungsproblemen haben wir noch eine Zielfunktion, Objective Function, die entweder so etwas wie Kosten darstellt oder so etwas wie Profite darstellt. Ja? Kosten zum Beispiel im Sinne von, wie viel Zeit kostet es mich, über die und die Route von Darmstadt nach Frankfurt zu kommen. Ja, da unterscheiden sich die Routen ja natürlich. Oder Profite im wirtschaftlichen Bereich. Sie haben verschiedene Möglichkeiten, als Anbieter von Produkten ihre Produktpalette auszubauen und je nachdem die erwarteten Profite
haben Sie, danach würden Sie die Lösung ausrichten, welche Möglichkeit zur Verbesserung Ihrer Produktpalette Sie wählen würden. Ja? Also, diese Bemerkung können wir jetzt erst einmal hier sein lassen. Hier sind noch ein paar Grundlagen, die nicht zur AOD gehören, die noch tiefliegender sind. Imperative Programmiersprachen, dazu zählt zum Beispiel Java, da geben Sie eben Anweisungen innerhalb Ihres Quelltextes oder Instruktionen, die dann dafür, durch Maschinenoperationen realisiert werden. Quelltexte und die darauf aufbauenden Prozesse. Ich denke, das ist auch etwas, was Ihnen vor der AOD schon geläufig war, prinzipiell hier nochmal aufgeführt, nochmal der Unterschied gemacht. Ein Programm, ein Quelltext etwa oder das übersetzte Programm in Java Bytecode ist etwas statisch. Es ist eine Datei, ist ein Stück Text. Wenn ein Programm aufzurufen heißt, ein Prozess wird gestartet, der dieses Stück Text ausführt. Ja, wenn wir von Laufzeit sprechen, sprechen wir von der Laufzeit dieser Prozesse. Terminierung ist ein wichtiger Punkt, ein wichtiges Problem. Ja, Sie haben While-Schleifen zum Beispiel mit irgendeiner komischen Abbruchbedingung oder Fortsetzungsbedingung da drin und Sie sehen dieser Schleife nicht unbedingt an, dass sie keine Endlosschleife ist, dass sie wirklich in jeder möglichen Situation tatsächlich terminiert. So, was bedeutet Terminierung bei einer Schleife? Na, das bedeutet, dass die Abbruchbedingung tatsächlich mal irgendwann wahr wird. Also irgendwann kommt der Prozess dahin, dass er wieder mal die Abbruchbedingung, oder genau gesagt, in der While-Schleife haben Sie eine Fortsetzungsbedingung, dass er die Fortsetzungsbedingung prüft und feststellt, die ist nicht mehr erfüllt, die Schleife terminiert. Ja, terminierende Schleife heißt, er steigt aus, weil die Fortsetzungsbedingung nicht erfüllt ist. Oder in sowas wie Java, auch mit einem Break steigt er auch natürlich aus. Terminieren einer Subroutine, einer Methode, einer Prozedur, einer Funktion, wie immer das in verschiedenen Programmiersprachen heißt, heißt natürlich einfach, dass der Durchlauf durch diese Subroutine zu Ende ist. Brauchen wir, glaube ich, nicht weiter zu besprechen, was das heißt. Durch irgendein Return-artiges Konstrukt wird der Durchlauf durch die Subroutine beendet. Terminierung einer Rekursion hingegen heißt, Sie erinnern sich eben an das Bild, was ich da in der Analyse hatte, 16 Elemente zu sortieren, in 2 Achterlisten zerlegt, in 4 Viererlisten, in 8 Zweierlisten und schließlich 16 Einerlisten zerteilt. Also Sie können sich das vorstellen, dass das schrittweise baumartig immer weiter zerlegt wird und Termination einer Rekursion heißt, dass jeder einzelne Zweig in diesem Baum dann tatsächlich irgendwo zum Rekursionsanker kommt, nach endlich vielen rekursiven Schritten. Eigentlich eine ganz einfache Sache, nur wichtig, das mal festzuhalten, dass wir wissen, genau wissen, was wir meinen, wenn wir von Termination reden. So, was ist jetzt ein Algorithmus? Also zunächst mal machen Sie sich klar, ein Algorithmus ist verknüpft mit einem algorithmischen Problem. Selection Sort, Bubble Sort, Merge Sort sind verknüpft mit dem algorithmischen Problem, das ich vor Besprechung dieser Algorithmen eingeführt habe, sortieren basierend auf paarweisen Vergleichen. Simple String Matching und String Matching mit endlichem Automaten sind verknüpft mit dem Problem One-Dimensional String Matching, das ich da eingeführt hatte. Ja, Sie lösen dasselbe Problem. Wir reden hier von dem algorithmischen Problem, das durch diesen Algorithmus gelöst wird. Und was heißt das?
Ein Algorithmus ist zunächst einmal eine abstrakte Beschreibung. Ein Algorithmus ist nicht identisch mit der Implementation des Algorithmus. Ja, es ist ein abstraktes Konzept. Manche Leute vergleichen das auch mit Musik. Ein Algorithmus oder ein Algorithmus verhält sich zu einer Melodie so wie die Implementation zur Partitur. Falls Ihnen diese Analogie hilft, um zu verstehen, in welchem Sinne. Ja, eine Melodie ist völlig unabhängig davon, wie sie implementiert ist. Ob sie dadurch implementiert ist, dass es eine Aufnahme gibt mit einem Musikinstrument, was die Melodie spielt, oder dadurch implementiert ist, dass Sie die Melodie pfeifen oder wie auch immer. Es ist dieselbe, ein abstraktes Konzept, was sich beispielsweise beschreiben lässt im Notensystem. Etwas, was in sich geschlossen ist und deshalb als eine Subroutine darstellbar ist, implementierbar ist. Und was heißt das, dass die mit dem algorithmischen Problem, das es lösen soll, verknüpft ist? Was heißt das, dass dieser ein Algorithmus das damit verknüpfte algorithmische Problem löst? Es bedeutet, dass der Algorithmus einen beliebigen Input dieses algorithmischen Problems bekommen darf, akzeptieren muss. Also ein Sortieralgorithmus, jede beliebige Sequenz, jede beliebige Liste akzeptieren muss und eine zulässige Lösung dafür berechnen muss. Also beim Sortierproblem, jede beliebige unsortierte Sequenz akzeptiert und eine entsprechende Sortierung dieser Sequenz zurückgeben muss. Das bedeutet es, dass der Algorithmus mit diesem algorithmischen Problem assoziiert ist. So, und wenn wir jetzt eine Zielfunktion haben, wenn wir etwas minimieren oder maximieren wollen, etwas, was im weitesten Sinne Kosten sind, minimieren, ich gehe mal davon aus, dass Sie genauso wie ich das so sehen, dass man Kosten eher minimieren als maximieren will, oder Sie Profit, irgendetwas, was sich im weitesten Sinne als Profit darstellen lässt, das dann maximieren wollen, dann haben Sie eine Zielfunktion und noch spezifiziert, ob diese Zielfunktion minimiert oder maximiert werden soll. So wie im Fall vom Navi, Sie wollen eine kürzeste Verbindung von Darmstadt nach Frankfurt haben. Auch darüber könnte man bei Stundenplanerstellung an der TU Darmstadt nachdenken. Man könnte zum Beispiel versuchen zu optimieren, die Bequemlichkeit der Dozenten. Für mich ist es bequemer, im Informatikgebäude eine Vorlesung zu halten, als hier. Und es ist bequemer, hier eine Vorlesung zu halten, als oben an der Lichtwiese. Man könnte zum Beispiel darüber nachdenken, wenn man dozentenfreundlich ist, dass man versucht, möglichst häufig zu vermeiden, dass ein Dozent von der Stadtmitte zur Lichtwiese muss für eine Einzelvorlesung oder umgekehrt. Man könnte es versuchen, auch studentenfreundlich zu machen. Zum Beispiel an der TU Darmstadt ist es ja so, dass ein Großteil der Studierenden von weit weg kommt jeden Tag. Man könnte sich überlegen, dass es studentenfreundlich ist, die Anzahl der Tage, wo die Studierenden hierher kommen müssen, um zu ihren Lehrveranstaltungen zu kommen, zu minimieren. Ja, dass möglichst viele Leute nur an 2 oder 3 Tagen kommen müssen und möglichst wenige an 5 Tagen kommen müssen. Nicht? Das wäre vielleicht studentenfreundlich hier in der Situation TU Darmstadt. Wenn Sie sich hingegen anschauen, amerikanische Campus-Universität, wo zumindest die Undergrads, die Bachelor-Studierenden, gar nicht unbedingt aus dem Campus raus dürfen, also 5 Minuten Fußweg zu jeder einzelnen Vorlesung haben, da könnte es eher sein, dass die Studierenden das umgekehrt bevorzugen, die Lehrbelastung über die Woche möglichst verteilt. Da wäre vielleicht das eine gute Zielfunktion. Wir wollen möglichst wenige Studierende haben, wo sich die Lehrbelastung auf einzelne Tage komprimiert.
Das müsste man genauer eruieren. Das ist jetzt einfach nur so ins Blaue hinein, ob das jetzt die sinnvollen Zielfunktionen sind. Einfach nur als Beispiel, was so eine Zielfunktion eigentlich ist. So, wir haben iterative und rekursive Algorithmen kennengelernt jetzt. Was wir kennengelernt haben, und das ist auch die konkrete Situation ist, ein Algorithmus ist entweder eine Schleife mit ein bisschen drumherum, Initialisierung, vorher ein bisschen was, hinterher vielleicht noch ein bisschen was, oder wie Merge Sort eine Rekursion. Also entweder eine Schleife oder eine Rekursion. Und wenn wir die Situation haben, dass es komplizierter ist, zum Beispiel zwei Schleifen hintereinander, dann sagen wir einfach, naja, das sind eben für uns zwei verschiedene Algorithmen. Wir zerlegen das. Diese Schleife ist ein Teilalgorithmus, den wir für sich betrachten, und die zweite Schleife, die danach ausgeführt wird, ist eine andere Schleife, die wir da für sich betrachten. Oder umgekehrt, wenn wir so Algorithmen haben wie Selection Sort oder Bubble Sort, das sind zwei ineinander geschachtelte Schleifen. Da sagen wir dann, naja, die innere Schleife ist für sich ein Algorithmus. Ja, bei Selection Sort ist es ein Algorithmus, um das maximale Element innerhalb des noch zu sortierenden Teils der Sequenz zu finden und mit dem letzten Element innerhalb dieser Teilsequenz auszutauschen. Merge Sort hatten wir jetzt gesehen. Wir haben eine Rekursion und in jedem rekursiven Aufruf ist eine Schleife drin, nämlich die beiden Teilsequenzen wieder zusammenzufügen. Da haben wir das schon gemacht. Wir haben gesagt, diese Schleife, die beiden sortierten Teilsequenzen zu einer sortierten Gesamtsequenz zusammenzufügen, ist eine eigene Subroutine, ein eigener Algorithmus namens Merge. Und so weiter. Das auch, da bin ich schon beim dritten Teil. Hier, den habe ich dann schon mit eingeführt. Wir reden jetzt hier über Dinge, übrigens, wenn hier ein bisschen Terminologie eingeführt wird, wie hier, nested, eingebettet, dann reden wir hier nicht über Terminologie, die ich mir ausgedacht habe und die auch nur für die AOD wichtig ist, sondern wir reden hier über allgemeine Terminologie der Informatik. Standardterminologie, Standardbegrifflichkeiten der Informatik, die aus Anlass der AOD jetzt systematisch eingeführt werden. So, Sie haben schon gesehen, Korrektheit ist ein wichtiges Thema bei uns in der AOD. Es reicht uns nicht, Algorithmen zu basteln, sondern wir wollen auch sicherstellen, wir wollen sicher wissen, wir wollen uns selber davon überzeugen, dass dieser Algorithmus korrekt ist, und wir wollen auch andere davon überzeugen, dass dieser Algorithmus korrekt ist. Ihren Kunden wollen Sie davon überzeugen. Oder wenn Sie sicherheitsrelevante Software bauen, dann müssen Sie da auch irgendwelche Standards einhalten, dass sichergestellt ist, dass Ihr Algorithmus tatsächlich korrekt ist. So, was bedeutet es denn, dass ein Algorithmus korrekt ist? Das bedeutet drei Dinge. Und das ist im Grunde, auch hier reden wir nicht nur von diesen Algorithmen wie Merge Sort und so weiter, sondern wir reden ganz allgemein. Ein Algorithmus, der irgendwas bekommt und daraus irgendwas anderes machen soll, der irgendwas berechnen soll, irgendwas konstruieren soll, irgendwas entscheiden soll, irgendwas schätzen oder einschätzen soll, irgendwas steuern soll. Wann immer Sie solche Verben verwenden, um zu beschreiben, was Ihre Software macht. Was hatte ich gesagt? Berechnen, konstruieren, entscheiden, einschätzen, Schätzung abgeben, steuern. Reden wir von Algorithmen. So, dieser erste Punkt, der gilt für Software allgemein. Die Software, der Lauf der Software muss wohl definiert sein. Das heißt auf gut Deutsch, die Software darf nicht abstürzen, wenn Sie das wieder auf implementatorischer Ebene sehen. Ja? Also,
Was bei uns vor allem interessant ist, worauf wir achten müssen, sind solche Sachen, die ich hier beispielhaft genannt habe. Ja? Ein wohldefinierter Algorithmus darf nicht irgendwo durch Null teilen, aus offensichtlichen Gründen. Wenn er für irgendeinen Input, egal welchen, durch Null teilt, dann ist dieser Algorithmus nicht korrekt für irgendeinen zulässigen Input. Es gibt unendlich viel Software, die für jeden einzelnen Fall korrekt ist, nur nicht für den Randfall, nicht für den Fall gleich Null. Damit ein Algorithmus korrekt ist, darf er selbstverständlich auch nicht irgendwo einen Überlauf produzieren. Ja, es ist mal eine Venussonde an der Venus vorbeigeflogen und in die Sonne reingeflogen, weil irgendwo mitten in der Berechnung ein Überlauf passiert ist und dieser Überlauf nicht abgefangen wurde. Ja, also wir reden hier nicht von Kinkerlitzchen. Was auch bei Algorithmen immer wieder passieren kann, was auch nicht sein darf, wo man aufpassen muss: Sie haben irgendein Array. Ja. So. Von 0 bis n minus 1. Und wenn Sie auf den Index Nummer minus 1 zugreifen, dann ist das natürlich dann eine Schicht. Von 0 bis n minus 1, wie in Java, C, C++ üblich, wenn Sie auf den Index n zugreifen, ist auch Schicht. Das ist jenseits von dem Bereich 0 bis n minus 1, in dem dieses Array tatsächlich definiert ist. Oder auch das kann leicht passieren mit verzeigerten Datenstrukturen. Ja, wir hatten das teilweise schon thematisiert. Sie gehen durch eine Liste durch und durch und durch, gucken sich für jeden Schlüsselwert an oder irgendwas und gehen übers Ende der Liste hinaus. Ihr Laufindex verweist nicht mehr auf ein Objekt in der Liste, sondern nimmt den symbolischen Wert 0 an. Und Sie prüfen das nicht nach, sondern greifen munter weiter auf den Schlüsselwert zu. Und auf irgendeine Komponente, auf irgendein Attribut von 0 zuzugreifen, ist nicht wohl definiert. In Java würde da eine Null-Pointer-Exception geworfen. Ja, in Java sind das alles Fälle, wo Exceptions geworfen werden. Array-Komponente außerhalb vom Array-Index, das ist Index-out-of-bound-Exception. Sie haben hier ein Numerical-Type-Exception, oder wie, da weiß ich jetzt gerade nicht, wie Arithmetic-Exception, glaube ich, heißt, die Exception, die hier geworfen wird. Und hier unten beim letzten Fall haben Sie eine Null-Pointer-Exception, die dann geworfen wird. Ja, das ist auf jeden Fall erst einmal wichtig. Ein Algorithmus kann nicht korrekt sein, wenn er so einen Blödsinn macht. Der zweite Punkt bei einem Algorithmus ist, dass er terminiert. Ja, im Gegensatz beispielsweise zur Steuerung eines Atomkraftwerks oder seien wir ein bisschen weniger harsch, zur Steuerung einer Ampel. Eine Ampelsteuerung ist zunächst mal darauf angelegt, dass sie nie terminiert. Also höchstens durch Eingriff von außen, dass man von außen kontrolliert, die Ampelsteuerung beendet und runterfährt. Aber ohne Steuerung von außen soll eine Ampelsteuerung, ohne Eingriff von außen soll eine Ampelsteuerung bitteschön nicht terminieren. Ein Algorithmus soll ja etwas berechnen, soll ein Ergebnis liefern. Und damit ist er dann zu Ende. Das ist seine Aufgabe, dieses Ergebnis zu liefern. Und wenn er die Aufgabe erledigt hat, soll er sich beenden. Das heißt, ein Algorithmus, für den ist es wichtig, dass er terminiert, sonst ist er nicht korrekt. Ja, wenn Endlosschleife ist für eine Ampelsteuerung korrekt, für einen Algorithmus nicht. So. Und er soll natürlich einen zulässigen Output liefern. Ja? Das Navi soll eine
korrekte Verbindung von A nach B liefern. Stundenplanerstellung an der TU Darmstadt soll eine korrekte Zuordnung der Lehrveranstaltungen jeweils zu Hörsaal und Zeit, soll jedem Lehrveranstaltungstermin einen Ort und eine Zeit zuordnen. Ja, das soll der Algorithmus leisten. Aber Sie sehen, dass diese Formulierung ein bisschen komplizierter ist, und zwar aus einem ganz einfachen Grund, dass es gibt nicht immer eine zulässige Lösung. Ja? Wenn das hier mit den Räumen noch ein bisschen schwieriger wird an der TU Darmstadt, dann gibt es erst einmal mit den Räumlichkeiten, die zur Verfügung stehen, keine zulässige Lösung. Da muss man wieder Kinos anmieten oder so ähnlich, was schon mal vor ein paar Jahren vor Ihrer Zeit war, als der Audimax umgebaut wurde. Ja, oder Navi, wenn Sie gerne eine Autoverbindung haben wollen von Darmstadt-Kahnplatz nach New York Times Square, da gibt es natürlich auch keine Verbindung. Da gibt es keine Autofahrstrecke. Das heißt also, wenn es gar keine zulässige Lösung gibt, dann soll der Algorithmus sagen, ein Output liefern, der sagt, es gibt keine zulässige Lösung. Wenn es hingegen eine zulässige Lösung gibt, das ist das Otherwise, im anderen Fall, dann soll er eine zulässige Lösung liefern. Ja? Also wenn Sie von Darmstadt nach Frankfurt fahren wollen, dann soll der Algorithmus im Navi bitteschön eine zulässige Lösung liefern, eine Verbindung von Darmstadt nach Frankfurt. So, das sind die drei Kriterien für Korrektheit eines Algorithmus. Wohl definierte, alle Operationen wohl definiert, keine Division durch Null oder sonstige Scherze. Zweitens, der Algorithmus terminiert. Und drittens, er liefert das richtige Ergebnis, das gewünschte Ergebnis. Also eine zulässige Lösung, wenn es eine gibt, und wenn es keine gibt, die Information, dass es keine gibt. So, hier sehen Sie jetzt auch die ganzen Dinge, über die wir uns hier immer wieder unterhalten werden. Die werden wir jetzt hier erst einmal heute vielleicht noch nicht weiter vertiefen, darauf werde ich dann später nochmal zu sprechen kommen. Für heute soll es dann weitergehen mit bunten Bildern. So, der hier kommt weg. Und ja, zur Belohnung, dass Sie so lange ausgehalten haben mit dem trockenen Stoff, geht es jetzt weiter wieder mit einem neuen Algorithmus und mit Bilderchen. Wir hatten eben Merge Sort. Jetzt kommt Quicksort. Und Quicksort heißt so, weil nach allgemeiner Einschätzung dieser Algorithmus besonders schnell läuft. So, das ist wieder die zu sortierende Sequenz. Ich glaube, es ist sogar dieselbe wie bei Mergesort, bei dem Beispiel eben. Quicksort hat Gemeinsamkeiten zu Mergesort, aber doch auch Unterschiede. Auch Quicksort zerlegt die Sequenz in Teilsequenzen und fügt die dann hinterher wieder zusammen, aber es macht das ganz anders. So, und zwar folgendes. Es wird sich ein Element hergenommen, das nennt sich das Pivot-Element, P-I-V-O-T. Müssen Sie einfach akzeptieren, dass es so heißt und sich gegebenenfalls merken. Steckt für uns hier, glaube ich, kein tieferer Sinn dahinter. So, die 3 wurde gewählt. Ja, erstmal völlig egal, irgendwas wurde gewählt. Und was Sie hier sehen ist, der Algorithmus zerlegt die Gesamtsequenz in 3 Teilsequenzen. Immer. Hier kommen alle Werte rein, die Sie hier oben finden, die kleiner als der Pivotwert sind, also hier die 1, die 2 und die 1 sollen da hinkommen. Ich habe schon von vornherein hier die richtige Länge hingemalt. Die ist natürlich nicht vorher bekannt, die wird erst hinterher bekannt sein. Also diese Teilsequenzen lassen sich sinnvollerweise auch wieder als sowas wie Linked List, verzeigerte Listen, darstellen, insofern
Da weiß man natürlich nicht vorher, wie viele Elemente am Ende da sein werden. Hier kommen alle Vorkommen des Pivotwertes hinein. Also zwei werden es dann sein. Und hier kommen alle Werte rein, die größer als der Pivotwert sind. Also diese 4, diese 6 und diese 5. Und das geht ganz einfach. Es wird einmal diese Liste durchlaufen. Von vorne nach hinten oder von hinten nach vorne oder Kraut und Rüben, ist vollkommen egal. Es wird einmal jedes Element betrachtet und in eine dieser drei Teilsequenzen gepackt. So, als erstes wird hier die 3 gelesen, kommt hier rein in die Liste der Vorkommen des Pivotwertes. Als erstes die 1, dann als nächstes die 1, ist kleiner als der Pivotwert, kommt hier rein. Die 4 ist größer als der Pivotwert, kommt hier rein. Nächstes die 2, ist kleiner als Pivotwert, kommt wieder hier rein. Die 6 ist größer als Pivotwert, kommt hier rein. Die 3 ist gleich dem Pivotwert, kommt hier rein. Die 1 ist kleiner als Pivotwert, kommt hier rein. Die 5 ist größer als Pivotwert, kommt hier rein. Ja? Einfach einmal durchlaufen. Alles, was kleiner als die 3 ist, landet in der Teilsequenz. Alles, was größer ist, landet in der Teilsequenz. Und hier merken wir uns letztendlich, wie viele Vorkommen des Pivotwertes in der Teilsequenz drin waren. So. Jetzt machen wir wieder Rekursion. Und auch wieder nach derselben Logik. Wir gehen blindlings davon aus, dass auf kleineren Teilsequenzen als diese Ausgangssequenz, mit weniger Elementen als diesen 8 hier oben, der Algorithmus tatsächlich, Quicksort tatsächlich das Richtige macht. Also sortiert, sodass wir blindlings davon ausgehen, nach Aufruf von Quicksort ist diese Sequenz korrekt sortiert. Diese Sequenz hier brauchen wir natürlich nicht zu sortieren. Ja? Da sind alle Werte drin gleich. Da ist nichts zu sortieren. Die können wir überspringen. Wir sortieren dann die andere Sequenz hier. Also wir rufen einfach Quicksort rekursiv auf und bekommen eine sortierte Teilsequenz. Und damit sind wir fertig bei diesem Algorithmus. Wir müssen nicht mehr wie bei Merge Sort jetzt anfangen, die Teilsequenzen irgendwie ineinander zu fummeln. Denn diese Teilsequenz enthält alles kleiner 3, diese Teilsequenz enthält alles größer 3. Das heißt, wenn wir die Elemente vor die Elemente packen und die Elemente vor die Elemente packen, dann ist das schon mal richtig. Und jetzt haben wir durch rekursiven Aufruf von Quicksort die in sich sortiert. Und die in sich sortiert ist auch richtig. Ja? Diese Teilsequenz ist sortiert, das können wir uns einfach klar machen. Hier, die beiden sind in der richtigen Reihenfolge, weil durch den rekursiven Aufruf von Quicksort. Die beiden sind in der richtigen Reihenfolge, auch durch den rekursiven Aufruf von Quicksort. Die beiden hier, 2 und 3, sind in der richtigen Reihenfolge, weil die kleiner als Pivotwert sind und die gleich Pivotwert sind. Die beiden sind identisch, also in der richtigen Reihenfolge. 3 und 4 sind in der richtigen Reihenfolge, weil hier Pivotwert und weil hier größer Pivotwert. Und hier wieder die Logik 4 vor 5 wegen Sortierung durch rekursiven Aufruf und 5 vor 6 wegen Sortierung durch rekursiven Aufruf. Ja? Wenn Sie durchgehen durch diese Sequenz für je zwei aufeinander folgende Elemente, haben Sie immer ein Argument, warum die beiden in der richtigen Reihenfolge sein müssen. Mal, so wie hier ist das Argument, das kommt aus dem rekursiven Aufruf von Quicksort. Hier zwischen den beiden ist das Argument, das sind zwei Vorkommen des Pivotwertes. Hier zwischen den beiden ist das Argument, ja, so genau so, nach der Logik hatten wir die Gesamtliste in Teillisten zerlegt. Und damit können wir uns sicher sein, dass dieser Algorithmus korrekt funktioniert für 8 Elemente unter der Annahme, dass er für diese beiden Teilsequenzen S1 und S3 korrekt funktioniert hat. Und darauf bauen wir ja auf. Im Algorithmus vertrauen wir darauf und im Korrektheitsbeweis vertrauen wir darauf. Gibt es Fragen? Ja? Die Frage war, warum habe ich jetzt hier plötzlich ein... Also ursprünglich hatten wir S1, S2, S3
Und hier hat sich jetzt S1 geändert in S1' durch die Sortierung. Hier hat sich S3 in S3' geändert durch die Sortierung. Und bei S2 hat sich gar nichts geändert, das bleibt einfach S2. Das sind übrigens genau dieselben Notationen wie im Wiki. Exakt das mit S1 und S1' und S2 und S3, S3' finden Sie auch im Wiki. Frage beantwortet? Weitere Fragen an dieser Stelle? So, das Ganze funktioniert dann auch, wenn der Pivotwert keins der Elemente ist, die in dieser Sequenz drin vorkommen. Also die Sequenz ist jetzt ein bisschen anders als die eben. Und ich nehme als Pivotwert jetzt die Zahl 4. Keiner der Werte, die in dieser Sequenz vorkommen. Wichtig ist, dass es ein Wert ist, der zwischen der 1 und der 7 ist. Kein Wert kleiner als 1, kein Wert größer als die 7, weil dann würden wir ja nichts zerlegen. So, wie sieht das jetzt aus mit einem Pivotwert, der nicht in der Sequenz vorkommt? Auch hier machen wir dieselbe Zerlegung. Wir wissen nicht vorher, ob der Pivotwert in der Sequenz vorkommt. Das heißt, wir haben wieder wie eben die drei Teilsequenzen S1, S2, S3. Wir wissen durch Draufsicht, dass die mittlere Sequenz S2 leer bleiben wird, weil die 4 nun mal nicht vorkommt in der Gesamtsequenz. Wir wissen das, der Algorithmus weiß das natürlich nicht, sondern der richtet die drei Teilsequenzen ein und fängt jetzt an, die Elemente auf die Teilsequenzen aufzuteilen. So wie eben. Die 3 ist kleiner als die 4, kommt also nach S1. Die 1 kommt genauso nach S1, weil es kleiner ist als die 4. Die 7 ist größer als die 4, kommt also nach S3. Die 1 ist wieder kleiner als S4, kommt nach S1. Die 6 ist größer als S4, kommt nach S3. Die 3 ist kleiner als 4, kommt hierhin, die 2 ist kleiner, kommt hierhin, die 5 kommt entsprechend hierhin. Die Liste S2 ist leer geblieben. Ist halt so. Das passiert halt, wenn der Algorithmus einen Wert wählt, den er nicht unbedingt, der nicht vorkommt. Aber das stört nicht weiter. Ja, wir reden jetzt hier nicht von einer Fallunterscheidung des Algorithmus. Der Algorithmus macht für beide Fälle genau dasselbe. Er richtet die drei Teilsequenzen ein und füllt die so nach und nach mit den Werten aus der Gesamtsequenz. Und da kann schon mal sein, dass irgendwelche dieser Teilsequenzen leer bleiben. Ja, wäre die 1 gewählt worden als Pivotwert, dann wäre diese Teilsequenz hier, alles was kleiner ist als 1, leer geblieben. Wäre die 7 gewählt worden als Pivotwert, dann wäre diese Teilsequenz leer geblieben. So, indem ein Wert gewählt wird. Wieso ist Batterie fast leer? Bitte noch, ich habe kein Aufladegerät dabei. Bitte noch so lange durchhalten. Wie leer ist denn die jetzt? Mal gucken. Das ging aber schnell. Und jetzt kriege ich das hier gar nicht. Nicht störend, während des Spiegelns aktiviert. Hilfe, was ist denn jetzt los? Also ich will auf keinen Fall riskieren, dass jetzt hier die Aufnahme am Ende nicht mehr klappt. Deshalb bleibt mir nichts anderes übrig, da die Batterie so leer ist. Nur noch ganz kurz hier zu sagen, worauf das Ganze hinausläuft. Also Sie sehen das jetzt hier, wir haben das zerlegt. Wir rufen wieder Quicksort ganz normal auf wie eben und sortieren das damit und hängen die wieder zusammen. Genau dasselbe. Der Algorithmus macht exakt dasselbe, nur dass die eine Teilsequenz halt zwischendurch leer geblieben ist. Und damit bin ich zwangsweise, also das hat extrem schnell jetzt den Strom verbraucht, bin ich zwangsweise jetzt am Ende der Vorlesung. Passt eigentlich auch ganz gut, ist eigentlich eine ganz gute Zäsur. Da möchte ich mich jetzt hier bei Ihnen bedanken und wir sehen uns hoffentlich um 8 Uhr morgens am Donnerstag wieder, 8:10 Uhr.